Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Expert Talk. Heute geht es um das Thema SAP Cloud Connector, die zentrale Komponente, wenn es um die Integration von der Cloud-Landschaft in die On-Premise-Landschaft geht. Ich zeige Ihnen an unserem Lightboard die unterschiedlichen Szenarien, für die der SAP Cloud Connector verwendet werden kann und natürlich auch, wie der Cloud Connector aus technischer Sicht funktioniert. Wie im Intro bereits angekündigt, werde ich Ihnen heute den SAP Cloud Connector näher bringen. Der Cloud Connector spielt eine sehr gewichtige Rolle, wenn es jetzt um die Integration von Cloud in die On-Premise-Landschaft geht. Und der hilft Ihnen, dass Sie wirklich eine sichere Integration zustande bringen. Der Cloud Connector selbst, wie gesagt, dient dazu, Cloud mit On-Premise zu verbinden. Wir haben hier mal unsere Trennung zwischen den beiden Welten. Das ist die Trennlinie. Wir haben hier einmal die Cloud. Und auf der anderen Seite haben wir unsere sogenannten On-Premise-Systeme. On-Premise ist jetzt alles, was bei Ihnen im Rechenzentrum steht. On-Premise könnte jetzt sein, eher zum Beispiel jetzt ein modernes S/4HANA-System, das wir haben. Vielleicht auf dem letzten Release-Stand. Das könnte genauso gut ein klassisches ERP sein, eine Business Suite. Das kann aber genauso gut in der On-Premise-Landschaft natürlich sein, zum Beispiel ein Mail-Server, den Sie hier betreiben, den Sie anbinden möchten, oder auch vielleicht ein LDAP oder auch ein lokales Git-Repository, das kann ich hier noch mitnehmen, indem Sie Ihre Entwicklungen dann entsprechend verwalten. Grundsätzlich, wenn Sie sich rein in der On-Premise-Landschaft bewegen, ist das eigentlich ein sehr einfaches Thema. Sie greifen hier direkt auf die jeweiligen Systeme zu, Sie befinden sich als Entwickler ja auch in diesem Netzwerksegment oder in diesem Netzwerkteil. Wenn das aus der Cloud heraus funktioniert, dann war der erste Anwendungsfall, den es immer gegeben hat, die Web-IDE. Mit dem haben fast alle Kunden gestartet. Die Web-IDE, das ist jetzt das Tool von SAP, mit dem Fiori-Apps entwickelt und erweitert werden können. Da gibt es auch eine Erneuerung dazu, quasi die nächste Evolutionsstufe. Das ist das Business Application Studio. Dazu erzähle ich dann in einem anderen Expert-Talk noch etwas. Mit der Web-IDE können wir jetzt UI5 Fiori Apps, die hier im SAP laufen, in der On-Premise-Landschaft, neu entwickeln oder auch erweitern. Das bedeutet, wir benötigen hier einen Zugriff aus der Cloud heraus zu unseren On-Premise-Systemen. Die einfachste Möglichkeit, die wir hätten, das wäre jetzt, dass wir an der Stelle quasi unser Netzwerk aufmachen und dass wir uns hier reinsetzen mit einem Reverse Proxy. Das bedeutet aber, dass Sie aus dem Internet heraus sichtbar sind. Das heißt, Sie bieten damit auch potenziellen Angreifern eine zusätzliche Angriffsfläche und Sie sind aus dem öffentlichen Netzwerk heraus sichtbar. Das ist natürlich nicht wirklich die optimale Lösung. Besser funktioniert das Ganze mit dem SAP Cloud Connector. Da hat SAP sich schon in der Anfangszeit der Cloud-Plattform etwas Geniales einfallen lassen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, dass wir hier in der On-Premise-Landschaft den SAP Cloud Connector installieren. Ich kürze den jetzt ab mit SAP CC. Der SAP Cloud Connector, der öffnet auf der einen Seite einen TLS-Tunnel Richtung SAP Cloud Plattform. Das heißt, wir haben hier einen TLS-Tunnel, sind damit auch komplett sicher unterwegs, in die SAP Cloud Plattform. Dort geht es dann zum Sub-Account. Das heißt, pro Sub-Account wird hier eine Verbindung hergestellt. Und über diesen TLS-Tunnel kann dann die Verbindung zwischen den Cloud-Systemen, in dem Fall der Web-IDE, und den On-Premise-Systemen hergestellt werden. Das heißt, da gehen wir dann über den Cloud-Connector auf die unterschiedlichsten SAP-Systeme. Wir können auch die Sourcen, die wir entwickeln, den Source-Code, über den Cloud-Connector in einem On-Premise-Git-Repository verwalten. Das geht jetzt aber nicht nur um das Thema Web-IDE. Der Cloud-Connector spielt in allen Cloud-Lösungen eine Rolle. Das heißt, auch wenn es hier um den wirklich sehr, sehr weit verbreiteten Service der CPI geht oder auch zukünftig jetzt der Integration Suite, ich nehme jetzt mal die CPI, Cloud Platform Integration, dann können Sie auf der einen Seite die Verbindung in die On-Premise-Landschaft damit herstellen. Das heißt, nach unten geht es dann in dem Fall zu unserem S/4HANA-System beispielsweise, da haben wir schon die Verbindung. Und auf der anderen Seite haben Sie hier vielleicht eine andere Cloud-Lösung, da haben wir vielleicht hier an der Stelle SuccessFactors, das wir verwenden.
SFSF abgekürzt, oder vielleicht auch eine Nicht-SAP-Lösung. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, soll jetzt natürlich keine Wertung sein, weil das kleiner gezeichnet ist, ist einfach dem fehlenden Platz hier geschuldet. Das könnte genauso gut Salesforce sein, abgekürzt mit SFDC. Und über den Cloud Connector und die CPI können Sie dann eine sichere Integration herstellen zwischen den Cloud-Systemen und Ihren On-Premise-Systemen, ohne dass Sie jetzt Firewall-Ports öffnen müssen. Der große Vorteil an der Stelle ist, dass Sie hier an der Netzwerkkante, das ist quasi unsere Netzwerkkante, die wir hier sehen, muss eingehend kein Firewall-Port geöffnet werden. Das heißt, aus dem Internet heraus sind Sie unsichtbar. Und genau das ist der Riesenvorteil des SAP Cloud Connectors. Der SAP Cloud Connector kann auch hochverfügbar ausgeführt werden. Das heißt, dass auch im Fehlerfall eines Cloud Connector Knotens ein anderer Knoten die Arbeit übernehmen kann. Und da gibt es eine Vielzahl an Szenarien, wo der Cloud Connector jetzt eine Rolle spielt. Im Wesentlichen immer dann, wenn hier ein Produkt aus der SAP Cloud Plattform zum Einsatz kommt, vom Platform as a Service Offering, egal ob API Management, CPI, WebID, Portal Service, was auch immer Sie sich hier vorstellen können, das kann alles über den Cloud Connector mit der On-Premise-Landschaft verbunden werden. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen jetzt dann, nachdem wir das gelöscht haben, wie der Cloud Connector dann funktioniert, was jetzt wirklich im Cloud Connector passiert. Das ist nämlich auch nicht uninteressant, das zu verstehen und auch wie der Cloud Connector aufgebaut ist. Ich zeige Ihnen jetzt, wie schon angekündigt, wie jetzt der Cloud Connector im Speziellen funktioniert. Den ziehen wir jetzt etwas weiter nach oben. Ich habe das ganze Lightboard hier wieder gelöscht, die Zeichnung. Der Cloud Connector funktioniert technisch gesehen mal so, der benötigt eine Java Runtime darunter. Das heißt, hier haben wir unseren SAP Cloud Connector und darunter wird eine JVM benötigt, eine Java Virtual Machine. Das heißt, das haben wir dann hier an der Stelle. Das ist natürlich idealerweise die aus dem Hause SAP, würde aber genauso gut auch die von Oracle funktionieren. Das ist jetzt kein großes Thema an der Stelle. Das heißt, Cloud Connector selbst ist in Java implementiert und der fungiert eigentlich wie ein Reverse Proxy, technisch gesehen. Der Cloud Connector selbst, der stellt auf der einen Seite die Verbindung in die Cloud-Plattform her. Das heißt, wir haben hier diesen Tunnel, den TLS-Tunnel Richtung SAP Cloud-Plattform. Das heißt, hier oben sind wir dann in der Cloud-Plattform unterwegs. Das kann man jetzt nur ganz, ganz schwer sehen. Ziehen wir nochmal etwas nach. Hier sind wir jetzt in der SAP Cloud Plattform unterwegs, wie vorher auch schon beschrieben. Da gibt es jetzt den Neo Stack und den Cloud Foundry Stack, darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Wichtig ist, dass wir damit einen sicheren Tunnel haben, einen TLS-Tunnel in die SAP Cloud Plattform. Dann haben wir hier die entsprechenden Systeme. Hier haben wir beispielsweise die Web-ID, mit der Sie jetzt als Partner, als Kunde von SAP oder auch als SAP-Mitarbeiter Fiori Apps entwickeln können. Und die Web-ID kommuniziert jetzt über den Cloud Connector mit der On-Premise-Landschaft darunter, also zum Beispiel mit unserem S4HANA-System. So, jetzt muss das natürlich technisch auch irgendwie umgesetzt werden. Technisch gesehen ist es so, dass es in der Cloud-Plattform hier eine sogenannte Destination gibt, die angelegt wird. Die Destination, die wir hier haben. Die Destination können Sie vergleichen, wenn Sie aus der klassischen SAP-Welt kommen, im Prinzip mit einer Destination in der Transaktion SM59. Die Destination beinhaltet jetzt den Hostnamen unseres SAP-Systems. Der kann natürlich aus dem Internet heraus nicht aufgelöst werden. Deswegen wird hier an der Stelle ein virtueller Hostname verwendet. Das heißt, hier arbeiten wir mit einem Virtual Host. Auf der anderen Seite, im internen Netzwerk, kennen wir natürlich den virtuellen Hostnamen nicht. Da arbeiten wir immer mit physischen Hostnamen. Das heißt, hier haben wir den Physical Host. Und jetzt ist ganz, ganz schwer zu erraten natürlich. Der Cloud Connector hat jetzt genau die Rolle übernommen, dass er die Übersetzung durchführt vom virtuellen auf den physischen Host. Es hat auch einen Vorteil, dass man hier einen virtuellen Hostnamen verwendet. Und zwar den, dass man seine Netzwerkarchitektur hier quasi nicht bekannt gibt nach außen. Dass man die Topologie vielleicht nicht ableiten kann. Das heißt, der Cloud Connector, der nimmt dann die Aufrufe entgegen und der ist hier derjenige, der zwischen dem virtuellen und dem physischen Host übersetzt. Das heißt, der ist quasi der Übersetzer an der Stelle.
Und der sorgt dann dafür, wenn ein Aufruf mit einem Virtual Host durchgeführt wird, dass der entsprechende physikalische Host ermittelt wird und dass dahinter das richtige System aufgerufen wird. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Für die Kommunikation mit dem SAP-System können wir auf der einen Seite, das ist der Klassiker, auf HTTP setzen, beziehungsweise HTTPS, das ist der empfohlene Weg. Wir können aber auch natürlich auf RFC hier setzen, auf das altbewährte Protokoll, und können uns hier über den Java-Connector mittels RFC-Technologie mit dem SAP-System dahinter verbinden. Auch das kann hier direkt konsumiert werden. Und das ist jetzt egal, ob wir hier die Web-Idee haben, ob wir vielleicht auch, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, die Mobile Services im Einsatz haben oder den Mobile Service. Das funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. Virtueller Hostname in der Destination definiert, Cloud Connector mappt auf den physischen Hostnamen und darunter wird das entsprechende System aufgerufen. Was jetzt an der Stelle noch passieren muss, im SAP-System dahinter, im ABAP-Stack, ist, dass auf der einen Seite die Ressourcen hier verfügbar gemacht werden. Das heißt, hier muss im Internet Communication Framework der entsprechende Knoten aktiviert werden und hier müssen die Ressourcen auch noch gelistet werden. Das heißt, hier gibt es dann Richtung SAP-System nach unten noch das Listing der Resources, die über das Internet Communication Framework oder mittels RFC im Backend dahinter angesprochen werden. Da sieht man schon, das ist eigentlich relativ einfach gelöst, das Ganze. Was jetzt noch dazu kommt, ist, es gibt noch die Möglichkeit, dass man den Cloud Connector hochverfügbar ausführen kann. Das heißt, wir holen uns hier sehr einfach gesagt einen zweiten Cloud Connector rein in unsere Systemlandschaft, der vom Sizing her nicht unbedingt dem Master Node oder dem Master Knoten entsprechen muss. Der kann auch kleiner gesized sein, weniger Memory, weniger CPU, weniger Festplattenspeicher darunter. Da liegt wieder eine JVM darunter, eine Java Virtual Machine. Und im Fehlerfall, falls der auf einen Fehler läuft, dann übernimmt hier der Shadow. Das heißt, das ist jetzt der Shadow Node, den wir aufgesetzt haben, und der würde dann in dem Fall übernehmen. Das heißt, damit haben Sie auch die Möglichkeit, dass Sie ohne eine Downtime eingehen zu müssen oder riskieren zu müssen, dass Sie den Master Node updaten können, patchen können, und in der Zwischenzeit läuft der gesamte Traffic über den Shadow weiter. Die sollten natürlich nicht am gleichen System installiert sein. Und ein paar Dinge gibt es dann dahinter noch, was hier Sicherheit betrifft. Zum Beispiel sollte der Cloud Connector hier die Benutzer gegen ein LDAP authentifizieren, das fehlt uns hier noch. Das heißt, hier die Authentifizierung der Benutzer, die sollte laut Empfehlung von SAP gegen ein LDAP, gegen einen Verzeichnisdienst erfolgen. Da kann ein Active Directory dahinter liegen, das kann aber genauso gut jede andere Lösung sein. Das kann ein Directory-Server sein von Apache, da gibt es alles Mögliche, was man hier verwenden kann. Und da geht es einfach darum, dass man die Administratoren, die hier im Cloud Connector arbeiten, entsprechend authentifizieren kann. Damit sie auch einen Audit-Log führen können, damit sie nachvollziehen können, wer hat wann welche Änderungen durchgeführt. Und all das, was Sie hier gesehen haben, einrichten vom Cloud Connector, installieren, anbinden der Cloud-Systeme, einrichten einer Hochverfügbarkeit, anbinden eines LDAPs, all das sehen Sie auf der einen Seite in unserem Standard-Training, das wir anbieten, das von SAP offiziell auch im Trainingskatalog gelistet wird. Das läuft unter dem Titel WDE CPS. Ist ein 5-Tages-Training, in dem Sie sich die SAP Cloud-Plattform aus Sicherheitssicht ansehen und dort wird ein Tag nur dem Cloud-Connector gewidmet. Und das Zweite, was wir hier noch haben, das ist jetzt auch wieder Eigenwerbung, im SAP Press Verlag, sprich im Rheinwerk Verlag eigentlich, erscheint ein deutschsprachiges Buch von mir und einem Kollegen zum Thema SAP Cloud-Plattform, Berechtigungen und Sicherheit. Das wird im März erscheinen voraussichtlich und da haben wir auch ein Kapitel dem SAP Cloud Connector gewidmet, weil der wirklich aus unserer Erfahrung heraus und auch aus unserer Überzeugung heraus die zentrale Rolle spielt, wenn Sie jetzt Ihre Cloud-Landschaft, wie wir sie hier haben, mit der On-Premise-Landschaft verbinden möchten. Weitere Informationen dazu gibt es dann in dem zukünftigen Expert-Talk, in dem neuen, beziehungsweise können Sie auch auf unseren sozialen Medienkanälen, egal ob das jetzt Facebook ist, Twitter, YouTube oder Instagram und natürlich auch auf unserer Website, da können Sie weiterführende Informationen finden und natürlich auch mit uns über diesen Weg in Kontakt treten. Vielen Dank.